Komm, ab. Absteigen. Es wird gekämpft. Ist der auf unserer Seite oder was? Das beste Angebot. Verdammte Billigwachen. Man kriegt, wofür man zahlt. Sogar weniger. Danke, Hexer. Wo wäre ich ohne dich? Deine Wachen sind davongelaufen? Dazu sind die Gauner nicht mehr gekommen, den Göttern sei Dank. Du hast sie gerade niedergemacht. Sie haben gewartet, bis wir die letzten Siedlungen hinter uns hatten. Dann haben sie angegriffen. Und ich habe diese Verbrecher auch noch selbst bewaffnet. Wir hatten keine Chance gegen sie. So sieht's aus. Halunken anheuern, das ist heutzutage keine gute Idee. Du brauchst jemanden, dem du deine Karawane anvertrauen kannst. Ich kann es mir nicht leisten, jemanden fest anzustellen. Woher hattest du diese Männer? Das waren mal temerische Soldaten, haben sie jedenfalls behauptet. Von denen hätte ich noch am ehesten erwartet, dass sie sich auskennen. Leider kannten sie sich sozusagen zu gut aus. Danke. Hier, das sollte am Ende der Reise denen gehören. Jetzt gehört's dir. Aha. Erfahrungspunkte. Ah, 20 Kronen. Herzlichen Dank. Warte, da liegen doch, da liegen ihre Leichen rum. Wer wäre ich die nicht zu looten? Oder Blutflecke, um genau zu sein. Die kann man verkaufen. Langschwerter muss ich auch regelmäßig wechseln. Essen kann ich auch mal gebrauchen. Okay. Wie sieht es denn im Inventar aus mit den Schwertern? Oh, meins hält sich noch ein bisschen. Streitkolben. Können wir ja mal verkaufen. Ja. Die sind, glaube ich, reparaturbedürftig. Oder kaputt. Können wir verkaufen. Für billig Geld. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. So, ich muss dann mal weiter. Weiter so, Plätze. Damit wir überhaupt noch ankommen. Wir reisen jetzt einfach durch. Nicht jeden bekämpfen. Okay. Komm schon, Plätze. Schieb ab. Schieb ab. Mach langsam. Gerilan Eptemeria, Patras, Loede Lembe, Estop Ver, Makodan Amkonlan Beinse. Halt! Wenn hier jemand angreift, dann habe ich die ganze Stadt gegen mich. Das finde ich so weise. Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt was klauen? Der Kaiser wird uns führen. Oder gleich aufs Schwert schwingen und weg. Wenn wir was klauen, dann müssen wir schnell wegrennen. Gibt es aber auch nicht viel zu klauen. Nichts, was das lohnen würde. Los, lauf! Okay, die Richtungsmarkierung hat aufgehört, aber... Ah ja, da ist er wieder. Lang lebe, etc.
etc. etc. Naja. Aus dem Weg. Krieg wieder unter deinen Stein. Okay, komm mal her, Herr Plätze. Ich habe mal eine Idee. Das könnte mich wahrscheinlich das Leben kosten, aber. Hast du's eilig? Wo geht's hier aus der Stadt raus? Ich glaube, ich bin ja mal am Stadtrand. Wir wissen, wo es rausgeht. Redanien. Ah, hier. Komm her, Plätze. Stell dich mal bereit. Willst du auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn das eine blöde Idee ist. Eine saublöde. Mit meinem Brot klauen. Nichts passiert. Fernschnaps. Okay. Es geht gut. Lang lebe, etc. etc. Mir ist zum Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Hat sich plötzlich dahin gestellt. Ich versuche jetzt zu looten und. Okay, die haben es nicht entdeckt. Sind alle besoffen. Okay, wir müssen hier in eine andere Richtung. Sollten wir mal eine andere Route einschlagen. Ein Ertrunkener. Okay. Okay, die Markierung, die Questmarkierung zeigen dort lang. Jetzt stehe ich im Busch. Vorbeireiten. Verdammt. Was denn jetzt? Pferdepanik steigt auch. Na was soll's, ich werde erstmal in die Richtung hier. Die Pferde woanders hin zeigen. Das Pferd schwimmen. Offensichtlich nicht. Pferdesteuerung ist manchmal ein bisschen klobig. Okay, hier soll es lang gehen. Das zeigt eine komplett andere Richtung. Der orangene Pfeil. Langsam, langsam. Kommst du dann hinterher, oder? Ach du Schreck. Schon Plätze. Mach langsam. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Weiter so, Plätze. Ich bin komplett verwirrt. Ein paar ertrunkener Schlechten. Bastard. Necker. Wo ist Fleisch? Hat
Jetzt würde ich erstmal in die Richtung weiter verwalten. Okay. Ich glaube, wir sollten hier mal meditieren. Und am nächsten Morgen weiter reiten. Meditieren. 9 Uhr ist immer eine gute Zeit. Und wo ist das Pferd? Ah, da ist das Pferd. Los! Weiter so, Plätze! Habe ich mich jetzt komplett verirrt, oder? Eigentlich schon. Das ist jetzt natürlich gut. Kommst du alleine raus, Plätze? Okay, in die Richtung zeigt das Ding. Verdammt. Verdammt. Nein. Sag mir, was du zu bieten hast. Verdammt mich. Weg hier. Kleiner Fußstreckensprint. Die Straße drauf. Ach, das Plätze. Der Gras da oben ein bisschen. Los, lauf! Jetzt sind wir auch wieder auf Kurs, wie es ausschaut. Sind wir wieder zurück, oder? Und warum liegen hier Leichen? Komm schon, Plätze! Ich werde mal hier. Lauf, Plätze! Ja, ich glaube, der Weg ist der richtige. Und dass mich nicht wieder zurückbringt. Pass doch auf! Habt ihr einen Passierschein? Komm schon! Streitlustig, wie? Ah, hier sollten wir doch hin. Passierschein A38. Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Um welchen Passierschein geht es? Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch.
kann's passieren. Okay. Erstmal unfair. Ja, ich hab's eigentlich. Komm mit Blitzer. Du bist auch durch. Blitze backt in der Wand rum. Lang lebe Raduvid. Von mir aus auch das. Wir sollten mal was essen. Oh, Naschwerk haben wir da. Ein bisschen rohes Fleisch und Süßigkeiten gegessen. Moment mal, ich hab dich in der Arme gesehen. Schreib uns nicht. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Darf ich mal? Da war ein unsichtbarer Wand. Faszinierend. Müssen wir später noch mal hin. Müssen da mal ein paar Quests annehmen. Sieht ja wundervoll aus. Kein Brot, kein Geld. Also wie scheiße. Ich sehe schon ein paar Quests. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Guck mal, guck mal. Hier in dem Haus. Soll es was geben? Ja, weiß und Dekrete müssen ja irgendwo draufstehen. Ah! Okay, weiß ja Bescheid. Na los, nicht lange gefackelt. Zugegriffen, die besten Waren diesseits des Pontar. Okay. Hey Hüpfer. Endlos rollt sie an die See und endlos wird der Wind. Plötzlich kannst du mal. Ah, okay. Sie muss schon mal hin. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Na, sie ist hier. Böse Katze. Ne, gute Katze. Lässt sie streicheln. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja. Um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Fotos gibt's leider nicht. Wir haben nichts mehr zu sagen. Eine Fotokamera ein Foto machen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Vielleicht direkt. Deine Mutter hätte sonst eine Zeichen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Aha. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid.
Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Ah ja. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Hexenjäger? Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, da hast du mich. Mich dunkel. Schick dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Aha. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Warum sollte ich? Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Warum sollte er? Nimm mal die Katze mit. Lecker mal. Sprich mit dem Baron über Tamara. Okay. Ein Beweisfutter mal nicht. Ich loote mal ein bisschen. Abgeschlossen. Mysteriöser Brief. Das sind Schriftzüge, müssen wir ein Schriftstück müssen auch irgendwann mal noch durchlesen. Machen wir in der Lesestunde.
Eine Blume gepflückt. Loot hier nur friedlich. Lasst euch nicht stören. Ein bisschen nach der Rüstung mitnehmen. Okay, juckt ihn nicht. Oh, eine Puppe. Können wir irgendwo verkaufen? Das Zeug. Hier ein bisschen baden. Hübsches Haus haben die da. Hier gibt viel zum Lesen, was wir irgendwann mal mitnehmen. Was wir hier auf dem Weg mitnehmen. Können wir irgendwo mal durchlesen. Müsste ja im Inventar haben irgendwie. Ganzen Bücher hier. Ja, was wir hier alles haben. Sollten wir vielleicht irgendwo mal eine Truhe finden. Wo wir was aufbewahren können. Grau-Jüngchen. Immer aufs Schiff rauf. Lang lebe Raduvid. Ich glaube, das wird nichts mit dem Schiff. Wie käme denn man aufs Schiff raus, wenn man daraus rauffallen würde? Und als Kapitän oder als Crewmitglied hinauffallen würde. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ei. Stirb! Verschwinde! Ist das die wegen Feuers? Oh, du siehst furchtbar aus. Andererseits, wer tut das heutzutage nicht? Okay, rein, machen wir weiter mit Plätze. Ah, da kommt sie. Er oder sie. Beweg dich. Ist Blitz eigentlich ein weibliches oder männliches Pferd? Ich bin mir nicht sicher.